aus Katzenkindern gepresst. Hey Leute, hier ist einmal mehr der Saar und heute wird es lakritzig, denn ich zeige euch hier einen selbst hergestellten Lakritzlikör aus Katjes Katzenkindern. Die kennt ihr sicher. Ich kenne die schon aus meiner Kindheit. Und noch einen zweiten selbstgemachten Lakritzlikör. Und der besteht aus Wodka und diesen Bonbons. Janke Lakritzbonbons. Die habe ich aus dem Real. Und es ist dann vermischt mit diesem Russian Standard Wodka. Ne? Und bei den Katzenkindern ist es der Moskowskaja. Und es tritt an gegen Kettenfett. Ein sehr teurer Lakritzlikör, der kostet 17 Euro die Flasche. Hier ist der Beweis. Ja, und den habe ich mir hier schon eingeschenkt. Ich habe nämlich eine Review darüber gemacht. Und jetzt schenke ich mir von dem Katzenkinderzeug ein. Da brauche ich ein kleines Sieb, weil das hat sich nicht so gut aufgelöst. Wahrscheinlich, weil diese Stärke, aus denen die Katzenkinder bestehen, halt irgendwie sich nicht auflöst. So, mache ich ein bisschen rein. Gesiebt, damit keine komischen Sachen drin sind. Oh, ja, und das riecht ein bisschen ungewohnt, weil die Katzenkinder selbst, wenn man an denen riecht, merkt man da nicht groß was. Da merkt man den Geschmack erst eigentlich beim Kauen. Und es sind leichte Partikel drin. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. So ganz feine Partikel sind drin. Ne? Im Vergleich dazu das Kettenfett. Das hat auch diese Partikel, aber nicht so ganz stark. Wobei man dazu sagen muss, man hätte ja den Katzenkindercocktail etwas sieben können oder sowas. Oder durch ein Passiertuch geben. Habe ich aber nicht getan. Und ich habe die Flasche auch vorhin noch aufgeschüttelt, damit sich es nochmal vermischt. Also sonst wäre es vielleicht auch nochmal etwas weniger trüb. Ich schätze mal, der Katzenkindercocktail hat 25% Alkohol, genauso wie das Kettenfett. Und das hier, da habe ich auch, oh, das riecht ganz anders. Bei dem aus den Janke Lakritzbonbons, das hat auch ungefähr 25%. Da habe ich auch etwa ein Drittel Bonbons drin oder sowas. Ne? Oder ein bisschen mehr. Oh, das sieht grünlich aus. So ein bisschen wie, so stelle ich mir das vor, wenn man medizinische Kohle gegessen hat und dann Dünnpfiff hat. Ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann. Die anderen zwei Liköre waren eher rötlich und das geht ein bisschen ins Grünliche hinein, würde ich sagen. Vielleicht sieht man das, wenn ich etwas von hinten beleuchte. Jetzt sieht es auch rötlich aus. Ne? Und hier ist nochmal der Katzenkinderlikör. Der ist schon deutlich rotstichiger. Und hier das Kettenfett, das ist auch rötlich. Alle drei Liköre sind relativ trüb, aber jeder auf seine eigene Art und Weise. Oh, der Bonbonlikör, der ist so ziemlich weißlich, der hat ganz viele Mini-Partikel drin. Der besteht fast aus Mini-Partikeln. Und er riecht ja ganz anders. Da ist halt das Salmiaksalz drin. Ja, da ist Ammoniumchlorid drin und zwar 1,9%. Und Farbstoff Pflanzenkohle, habe ich es nicht gesagt. Sieht aus wie Kohledurchfall. Ne? Naja, wem es gefällt. Und die Zutaten sind Zucker, Glukosesirup, gezuckerte Kondensmagermilch,
Süßholzextrakt 3%, Ammoniumchlorid 1,9%, Aroma, Farbstoff, Pflanzenkohle, hergestellt in Deutschland. Und die Katzenkinder, was enthalten diese? Brauner Zuckersirup, modifizierte Stärke, Zuckerglukosesirup, Stärke 5%, Süßholzsaft. Aromen, pflanzliches Öl, in Klammer Sonnenblume, Überzugsmittel, Bienenwachs, Weiß und Gelb. Also die enthalten 5% Süßholzsaft. Und hier ist es 3% Süßholzextrakt. Ich weiß es nicht, ob das eine vielleicht etwas konzentrierter ist als das andere. Und dieses Lakritz-Rezept, das soll ein gewisser Xaver Fassin aus Sizilien mitgebracht haben. Ich bin ihm dankbar dafür, das ist nämlich meine Lieblingslakritze. Deswegen habe ich auch aus der hier den Likör gemacht. So, und jetzt probieren wir mal die Sachen hier. So. Also als erstes nochmal das Kettenfett, ne? Hat mich ziemlich enttäuscht vom Geruch her. Das riecht nämlich gar nicht besonders stark. Also, man könnte gar nicht meinen, dass da extra stark draufsteht. Echtes Lakritz, kräftig, also kräftig schütteln. Ich dachte schon kräftiger Geschmack. Ja, mit kräftigem Salmiaksalz, schwarz und stark, so läuft das, steht drauf. Das Original, würzige Süßholzwurzel. Ich habe es gerade eben schon probiert. Im anderen Video. Es ist natürlich süßlich, ist klar, weil der Lakritze drin ist. Da ist ja dieser, wie heißt denn der Stoff? Der hat die zehnfache Süßkraft von Haushaltszucker. Ja, und ich bin echt ein bisschen enttäuscht. So, da ist Salmiaksalz drin, ja. Aber irgendwie zu wenig Süßholzsaft, finde ich. Na gut, es ist nicht so viel Salmiaksalz drin, aber mir langt's schon. Mehr sollte nicht drin sein. Ich mag es eigentlich gar nicht mal so sehr. Bei meiner Lieblingslakritz ist es gar nicht drin. Ja, und es ist irgendwie, es ist zwar sehr süß durch diesen Süßstoff in der Lakritze, aber irgendwie fehlt das Aroma so, finde ich. Es riecht so nach Brennspiritus oder sowas. Ein bisschen. Ja, danach Kettenfett. Irgendwie fehlt mir da was. Vor allem zu dem Preis. Finde ich es übertrieben, ganz ehrlich. Ich glaube, da verdient sich einer eine goldene Nase mit einem billigen Produkt. Ganz ehrlich, bin schon ein bisschen enttäuscht. Aber es ist trinkbar. Gut, dann hier mein selber gemachtes aus den Katzenkindern. Hört sich so brutal an, ne? Aus Katzenkindern gepresst. Das hat halt wirklich diesen richtig geilen Lakritzgeschmack von den Katzenkindern. Es ist ziemlich stark, man könnte es noch schwächer machen. Man könnte halt diese Katzenkinder, die so weiß da drin rumliegen, sieht ein bisschen eklig aus, die könnte man ja absieben. Aber irgendwie sehen die auch cool aus. Wie so Katzenwasserleichen sehen die aus. Kleine Katzenembryos. Also, das schmeckt für mich deutlich besser als dieses Kettenfett. Und in Skandinavien ist es ja so eine Tradition, dass man sich selbst den Lakritzlikör herstellt, indem man Bonbons auflöst. In Doppelkorn oder sowas. Ich habe halt jetzt Wodka genommen. Dürfte denselben Zweck erfüllen, natürlich. Ja, also ich bin von dem Katzenkinderzeug mehr angetan. Ich habe das jetzt auch schon mehrmals getrunken. So richtig intensiv und geil. Ist auch schön auswurffördernd. Also bei Erkältung kann man das nehmen. Napoleon soll ja immer mit
ein bisschen Lakritze in der Tasche rumgelaufen sein. Allerdings war das damals ein bisschen anders. Das war keine Süßigkeit, sondern ein Heilmittel und es war auch nicht so viel Zucker drin, schätze ich mal. Wobei Napoleon hat sich sicher Honig leisten können. Ja, und jetzt probiere ich mal noch so einen Lakritz-Bonbon. Ich finde die ja immer so geil, ne? Die schmecken schon gut immer, diese Lakritz-Bonbons. Aber ich finde, man hat die zu lang im Mund. Ne? Und das ist der Grund auch, warum ich mir einen Lakritz-Likör mal gemacht habe. Weil ein Lakritz-Likör, den schluckt man, dann ist er weg. Und dann hat man das geile Aroma von der Lakritze, aber man hat es nicht ewig im Mund, so wie jetzt hier. Auch für Lütte, nicht nur für Kerls. Die wollen wohl auch die, also Lütte soll wahrscheinlich ein Mädchen sein, wollen wohl auch die Mädchen dazu bringen, Lakritze zu essen. Schade, der Text da oben ist abgeschnitten, aber da steht irgendwas von mal ist Ebbe, mal ist Flut, aber die Jahnke, traditionellen Lakritzbonbons sind immer da, so auf die Art. Jetzt könnte ich es, glaube ich, sogar ein bisschen länger lutschen. Jetzt habe ich ein bisschen Bock drauf. Aber oft wäre jetzt schon wieder vorbei, ne? So nach ein paar Sekunden hat man schon keinen Bock mehr. Oder so geht es mir halt zumindest. Jetzt probiere ich mal diesen Likör. Diesen grünlichen Likör, der aus lauter kleinen Partikeln zu bestehen scheint. Na gut, da ist ja auch gezuckerte Kondensmagermilch drin. Was hat denn das in einem Bonbon zu suchen? Mit Lakritz? Na gut. Lakritzmilch, das wäre auch mal eine Marketingidee, oder? So Lakritz angereicherte Milch. Die kann man dann an Kinder verkaufen, die ist ja dann schön süßlich. Erinnert mich an das Baby-Vita-Zeug. Naja, also das riecht jetzt ganz anders, wie soll man das beschreiben? Das riecht so ein bisschen mentholig, so wie ein Eukalyptus-Bonbon, so ein bisschen. Es riecht, ja doch, es riecht richtig. Schon fast nach Eukalyptus, ja. Aber das ist halt wahrscheinlich dieses Salmiak-Salz, ne? Also ich glaube, das ist ein bisschen stärker als die anderen zwei. Wobei, bin mir nicht sicher. Ist halt schwierig, das einzuschätzen, ne? Übrigens, da habe ich mir auch die Blutblasen geholt, als ich die Bonbons hier in die Flasche reingequetscht habe. Also ich würde auch sagen, das riecht gerade ein bisschen nach Ammoniak. Ja, da ist ja Ammoniumchlorid drin. Hat sich da irgendwie Ammoniak abgespalten oder sowas? Das riecht wirklich nach überreifem Camembert oder nach Katzenklo, wenn man es zu lange nicht sauber gemacht hat. Boah. Also, diese Assoziation wird mich jetzt nicht dazu bewegen, das Zeug öfter zu trinken. Oder es lieber zu trinken. Aber es ist okay. Also, ich würde sagen, das Kettenfett ist am schlechtesten. Tut mir leid. Die selber gemachten Lakritzliköre schmecken mir besser. Und ich habe jetzt wirklich auch versucht, objektiv zu sein. Ich hätte mir auch gewünscht, dass das Zeug gut schmeckt, weil ich habe 17 Euro dafür bezahlt. Ist nicht gerade ein Pappenstiel, aber gut. In diesem Sinne, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Schaut mal wieder vorbei, wenn der Saar komische Sachen probiert. Ich probiere alles Mögliche. Ich habe ein Monopol im Alles-Probieren bei YouTube. Und dann kann ich nur noch sagen, gebt mir einen Daumen hoch, würde mich freuen. Abonniert mich, wenn euch der Content gefällt. Und dann könnt ihr hier oder hier weiterschauen. Boah, da wird mir echt besoffen hier, ey. Puh.